Aber sein Talent war es, dass immer in dem Moment, wenn wir das alles offen hatten, uns eine Live-Session zu geben. Das ging so. Das war einfach, wo ich dachte, okay, hier ist eine Grenze überschritten, mein Sohn. Da habe ich es aufgemacht und dann hat er sein großes Geschäft gemacht. Aber das war so ein Abend, wo das so rausgeschossen kam. Verstehst du? Aber da hatte ich keine Chance. Aufgemacht und da bam. Ich hatte so ein Batman-T-Shirt hatte ich an. Und er hat Batman angeschissen. Ich hatte so, ey, mein Batman-T-Shirt, weiß. Ja? Und ich so, Scheiße! Deine Eltern wollten dich exakt so, wie du bist, nicht. Amen, lass uns beten. Nein, Quatsch. Hey, wie geht's? Hallo. Ich werde gefilmt. In der schlimmsten Phase eines menschlichen Seins glaube ich einfach daran, dass Gott gut ist. Dass selbst im Leid, selbst im Tod, ich das bekennen darf, Gott ist gut. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage nicht, dass das irgendwie kein Problem ist. Aber ich sage, dass es darüber hinaus eine so viel bessere Nachricht gibt. Und wir alle heute Abend möchte ich uns diese Frage stellen. Was hält uns eigentlich davon ab, zu sagen, Gott, dein Wille geschehe und nicht mein Wille?
Es tut mir leid, wir kennen den Text nicht mehr weiter. Oh no.